Politik kämmert, also eine Gemeindeumfrage. Eigentlich ist das Ziel, so die ganze Umgebung kennenzulernen. Wer ist hier, wer arbeitet wo, mit wem habe ich es zu tun, wenn ich einen Gottesdienst mache. Und so, das ist so die Idee von diesem Projekt, das man im Vikariat macht. Und ich habe das auf eine Umfrage gemünzt und ich erkläre gleich warum. Ganz kurz, wie wir jetzt vorgehen. Ich stelle die Umfrageergebnisse vor und dann fände ich es spannend, wenn wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen, dass es nicht nur so ein Monolog wird, sondern so ein bisschen ein Dialog. Ich bin jetzt seit einem guten Jahr Vikar in Kemnath, also im Oktober 2020 habe ich offiziell angefangen und im November war dann schon der erste Teil-Lockdown. Das heißt, hier ist ein Kultur- und Freizeiteinrichtungen haben geschlossen gehabt und eigentlich gehört es dazu, dass ich den Lebensraum kennenlerne und der war dann gleich mal geschlossen. Und ab Dezember bis Februar gab es dann einen harten Lockdown. Und so war es halt für mich ein bisschen schwierig, die Leute kennenzulernen und dahin zu gehen, wo die Menschen sonst hingehen, also ins Hamburg Süd oder in die Bäckerei oder sonst irgendwas. Genau, die weiteren Maßnahmen haben Sie vielleicht noch im Hinterkopf. Also es wurde nicht gerade ein ganz einfacher Start für mich. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie lerne ich jetzt die Gemeinde eben kennen? Und dann war die Idee, eine Umfrage zu machen. Und ich habe die zusammen mit zwei KollegInnen gemacht aus Balingen, oder Engstadt bei Balingen, die hat dann die ganze Balinger Gemeinde befragt und eine Kollegin aus Omenhausen bei Reutlingen. Und wir haben fast die identische Umfrage dann in den jeweiligen Gemeinden gestellt. Und deshalb kann ich euch und Ihnen auch so ein bisschen Vergleiche ziehen zwischen den Gemeinden. Das ist auch ganz interessant. Wer hat mitgemacht? Also N68, das heißt, es haben 68 Leute teilgenommen. Wurde vorher gefragt, wie wurden die ausgewählt? Habt ihr eigentlich gar nicht ausgewählt. Es wurde über den Gemeindebrief veröffentlicht, es wurde über die Homepage, den Newsletter und so weiter an die Gemeinde mitgeteilt. Und wer wollte, konnte mitmachen in digitaler Form oder in Papierform. Die allermeisten Leute haben in digitaler Form mitgemacht. Ich gehe jetzt die diversen Ergebnisse einfach mal so ein bisschen durch, falls Verständnisfragen da sind, weil man irgendwas nicht versteht, nicht checkt, einfach kurz fragen. Für größere Diskussionsfragen, da gehen wir nachher drauf ein. Also gut, 2/3 der Teilnehmenden waren weiblich, 1/3 männlich und 2% haben divers angegeben. Das entspricht auch den Ergebnissen aus den anderen Gemeinden. Also wir haben eine deutlich stärkere weibliche Beteiligung bei solchen Umfragen innerhalb von Kirchengemeinden. Und die Altersverteilung sehen Sie hier. Wir haben, ja, genau, relativ wenige Menschen im jüngeren Spektrum und die Teilnehmenden waren eher 50 und aufwärts. Das entspricht, glaube ich, auch so ein bisschen dem, was wir jetzt hier haben. Ich habe einige Informationen zur Lebenssituation eingeholt, um einfach so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer wohnt hier. Am meisten Menschen wohnen mit Partnern und Kindern oder in einer Partnerschaft. Und wir sehen auch ganz klar, die Gruppe der Berufstätigen ist am stärksten vertreten, gefolgt von Rentnerinnen und Rentnern. Ich möchte noch einen Fokus legen auf Alleinerziehende, weil in Deutschland gibt es 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, die alleinerziehend sind. Das entspricht 19% aller Familien mit minderjährigen Kindern. Und in der Gemeinde in Omenhausen, in Balingen und in Kemnath war das jeweils unter 5%. Einfach mal eine interessante Feststellung, dass die Alleinerziehenden in den Kirchengemeinden bei uns zumindest in Umfragen nicht repräsentativ sind. Also die Statistik kommt vom Bundesministerium Familien und was da dran. Naja, also das Bundesministerium. Genau, ich habe nach dem Bildungsabschluss gefragt, um hier so ein bisschen die Sozialstruktur zu erschließen. Und wir sehen, wir haben in Kemnath
Also ich sage jetzt immer in Kemland, das heißt die Leute, die da mitgemacht haben, eine hohe Universitätsabschlussrate, gefolgt von einer geschlossenen Ausbildung. Abgeschlossene Ausbildung. Und das schlägt sich auch in der Einkommensverteilung wieder. Hier sind alle drei Gemeinden aufgezählt. Wir schauen uns mal kurz die gelbe Kurve an. Die verläuft sozusagen so. Also fast wie so eine Normalverteilungskurve. Da haben wir in der Mitte zwischen 2.000 und 5.000 monatliches Haushaltsnettoeinkommen am meisten. Und in Omenhausen haben wir so eine relativ gleichmäßige Verteilung, wobei es im Gutverdienerspektrum auch einiges gibt. Und Kemland finde ich hier interessant, das ist ein grüner Balken. Wir haben hier im Geringverdienerbereich mit einem Einkommen von 1 bis 2.000 Euro relativ viele Menschen. Und dann wiederum zwischen 5.000 und 7.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen pro Monat. Das finde ich insofern auffällig, weil wenn wir diese Leute in der Gemeinde haben, dann doch einfach unterschiedliche Voraussetzungen da sind, um bei Sachen mitzumachen oder Sachen zu gestalten. Das hängt natürlich auch mit der Erwerbstätigkeit zusammen, die die Leute dann machen. Fand ich eine interessante Beobachtung. Dann habe ich gefragt, ob sie den Lebensmittelpunkt in Kemland haben. In der Nähe von Großstädten in Stuttgart ist es ja manchmal so, dass es sogenannte Schläferstätten gibt, wo Leute nur schlafen und dann zum Arbeiten wohin pendeln. 65% der Teilnehmenden haben gesagt, ja, sie haben hier ihren Lebensmittelpunkt. Und ein gutes Drittel wollte diese Frage einfach nicht beantworten. Das fand ich auch interessant. In den anderen Gemeinden war das nicht so eine schwierige zu beantwortende Frage. Der digitale Lebensmittelpunkt ist bei den meisten nicht in sozialen Netzwerken. Das hängt auch wiederum an der Altersstruktur natürlich. Und ansonsten sind wir auf Instagram oder Facebook besonders unterwegs. Für uns als Kirchengemeinde interessant, wo erreichen wir dann die Leute, wenn wir Informationen streuen. Genau. In Clubhouse zum Beispiel erreichen wir niemanden. Dann habe ich ein bisschen zur Wahrnehmung der Kirchengemeinde gefragt. Wie nehmt Sie die Kirchengemeinde wahr? Was bedeutet Kirche? Und hier sehen wir, Kirche ist besonders ein Ort des Glaubens, gefolgt von Gemeinschaft und Besinnung. Also diese zwei und diese drei Elemente sind besonders bedeutend, wenn man die Kirche assoziiert. Wie wird Kirche noch wahrgenommen? Bei uns als insgesamt familienfreundlich und auch als einladend. Die Kirche wird insgesamt auch als präsent im Ort wahrgenommen. Ich habe das nicht näher definiert, was präsent ist, aber dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie mit dieser Kirche in Kontakt hier. Sympathisch, trifft auch eher zu und wird als sehr stark engagiert wahrgenommen. Und ich habe immer wieder O-Töne eingeflogen. Ich bin begeistert, schreibt ja eine Person, vom vielfältigen Angebot der evangelischen Kirchengemeinde in Kemnath. Besonders in der Zeit der Pandemie wurden neue Wege genutzt, um Veranstaltungen aufrechtzuerhalten. Ich habe alle Zitate, die zu dieser Umfrage noch kamen, es gab so ein Feld, was will ich noch sagen, und habe ich alle hier untergebracht. Also ich habe jetzt nicht mir die passendsten rausgesucht, die uns am besten dastehen lassen oder so, sondern es kommt alles vor, was geschrieben wurde. Dann wird die Kirchengemeinde insgesamt eher als traditionell wahrgenommen, aber keinesfalls als langweilig deshalb. Und dann ein schönes, längeres Zitat. Hallo Kirche, mach dich mal locker. Auch wenn Gottes Dienst nach verbitterter Arbeit klingt, wollen wir gemeinsam feiern. Lass uns fröhlich zusammen sein, mach dich und deine Nebenhäuser hübsch, einladend, gemütlich und bunt, damit wir richtig gerne zu dir kommen und uns bei dir und in dir wohlfühlen. Mach weiter mit deinen neuen Ideen,
Schön, dass du nachfragst und fragen lässt, was wir uns wünschen und brauchen. Bleib deinen Werten treu, ohne verbohrt in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Geh auf die Leute zu, lade sie ein, zeig ihnen, dass sie dazugehören, genauso wie sie sind. Dann wird unsere Kirchgemeinde als konservativ wahrgenommen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und trotz konservativer vielleicht Einschätzung wird sie dennoch als innovativ wahrgenommen. Es schließt sich also nicht direkt aus. Wieder eine Stimme. Ich nehme die evangelische Kirche, speziell seitdem die Pfarrstelle neu besetzt wurde, als offener, als mitten im Leben stehen war. Das finde ich, sollte immer so. Das finde ich gut. Ich habe hier mal zusammengefasst, nach Gewichtigkeit. Die Kirche wird, also unsere Gemeinde, wird sehr engagiert wahrgenommen, traditionell, dennoch innovativ, präsent im Ort und sympathisch, durchaus familienfreundlich, einladend, und ob sie jetzt konservativ ist oder nicht, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Dann habe ich gefragt, was erwarten Sie denn von der Kirchengemeinde, so generell? Gesprächspartner bei persönlichen Problemen sein. Das finden manche ja auf jeden Fall. Und dann gibt es aber auch Leute, die das gar nicht mal so sehr von ihrer Kirchengemeinde erwarten. Dafür ist relativ klar, dass Hilfe in Glaubensfragen eine zentrale Aufgabe ist, die man von Kirche erwartet. Und die Hilfe in Notsituationen entweder selber geben oder vermitteln, vernetzen. Die Kirchengemeinde ist ja gut vernetzt und auch das wird gefragt. Und ganz klar, ähnlich wie die Glaubensfragen, sollen geistliche Angebote geschaffen werden als Erwartungshaltung gegenüber der Kirchengemeinde. Soweit fand ich das jetzt nicht überraschend. Das fand ich interessant. Dass dann doch relativ viele auch sagen, also persönliche Probleme brauche ich mit der Kirchengemeinde nicht besprechen. Oder mit dem, was die Kirchengemeinde noch repräsentiert. Die Frage nach der kommunalpolitischen Entscheidung, nach dem Engagement Kirche und Politik, ja, ein altes Fass, gibt es geteilte Meinungen. Und spannend dazu fand ich aber, dass ganz klar war, die Kindergartenarbeit, die soll gefördert werden. Das heißt, die Kindergartenarbeit wird entweder nicht so richtig als Kommunalpolitik wahrgenommen, was ich spontan gedacht hätte, dass Kindergartenarbeit ist kommunalpolitische Arbeit, aber das wird hier auf jeden Fall ja, vielleicht nicht ganz so eng zusammen sehen. Ob die Kirchengemeinde ihre Räume auch anderen zur Verfügung stellen soll, wird größtenteils bejaht. Und gleichzeitig würde ich sagen, haben wir da noch ein bisschen Luft, wie wir unsere Räume nutzen können. Den größten Teil des Tages würde ich jetzt mal schätzen, ich habe jetzt nicht den ganzen Kalender im Kopf, aber sind die Räume nicht besetzt. Sondern da können Sie, da könnt ihr euch noch was überlegen, wie man diese Räume noch nutzen kann. Das ist ein Symbol für, da kann Unterstützung geschehen. Also das sind von mir eingesetzte Symbole für, was hier alles passieren könnte. Genau. Die Frage, ob Kirche zunächst oder vor allem ritueller Dienstleister sein soll, das ist auch in der Theologie, in der Kirchentheorie eine große Diskussion. Da gibt es Überlegungen, ob man sagt, Kirche sollte vor allem einfach Dienstleister sein, und zwar für die Taufe, für Trauungen, für Beerdigungen oder neue Formen von Lebensübergänge begleiten, sei es Scheidungen, sei es in Ostdeutschland ist viel so, da kommt ja noch aus der DDR, die Jugendweihe, und da gibt es Lebendfeiern als neue Fastkasualien. Aber das wird hier schon auch so gesehen, dass Kirche dafür zuständig ist.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es vor allem hier wirklich gewichtet. Kirche soll der Ort für Begegnung sein, ganz klar. Und noch zwei Stimmen. Kirchliches Engagement im Quartier ist wichtig. Weiterentwicklung von Diakonie und Kirche. Kirche ist Diakonie. Hier, das habe ich jetzt für Diakonie genommen. Und es wird nochmal unterstrichen, die Willkommenskultur ist sehr wichtig in einer Gemeinde. Und das kann ich aus persönlicher Erfahrung ebenfalls sagen, wenn man neu in eine Gemeinde kommt, neu wohin zieht, niemand kennt, dann ist es wirklich wichtig, dass die Kultur einladend ist. Und das ist immer eine große Herausforderung für Orte, die sehr gewachsen sind, wo die Leute schon immer gewohnt haben und jeder kennt sich und man weiß, wie das hier ist. Das ist für neue Leute manchmal gar nicht so leicht reinzukommen. Ich fasse nochmal zusammen. Kirche sollte geistliche Angebote schaffen und Hilfe in Fragen des Glaubens geben oder Hilfestellung geben. Ort der Gemeinschaft und des Glaubens sein. Kindergartenarbeit soll von der Gemeinde besonders gefördert werden. Und diakonisches Handeln und Hilfestellung in schweren Zeiten werden ebenfalls als besonders wichtig wahrgenommen. Dann habe ich so ein paar Fragen rund um die Gemeinde gestellt. Finden Sie es wichtig, dass die Pfarrperson vor Ort wohnt? Das ist auch eine große Diskussion unter nachkommenden Pfarrpersonen. Da sind nicht alle ganz der Meinung, dass man da wohnen sollte. Aber die Gemeinde ist sehr stark in dieser Meinung. Und das trifft auch die anderen beiden Gemeinden, sowohl Balingen als auch Ohmenhausen. Da haben die Leute ein bisschen niedere Erwartungen an die Pfarrperson, aber grundsätzlich ist ein Großteil dafür, dass die Pfarrperson am Ort wohnen soll. 12% sagt mir egal und eine Person sagt mir, sollte sie nicht. Auch hier wurde wieder Lob an Herrn Ebinger ausgesprochen. Pfarrer Ebinger und sein Team machen einen super Job. Danke. Und eine Person legt noch nach, es reicht, wenn die Pfarrperson im Einzugsgebiet wohnt. Es muss nicht vor Ort sein. Das ist übrigens auch eine Frage, wenn es um das Thema Fusion geht, was uns in den nächsten Jahrzehnten noch sehr deutlich beschäftigen wird, spielt das natürlich auch eine Frage, weil die Pfarrperson kann ja nicht bei jeder Gemeinde am Ort wohnen. Das heißt, da ist schon ein bisschen Unmut vorprogrammiert. Aufbauend und auch fröhlich. Und da kann ich so unter uns verraten, da schneiden wir ein bisschen besser ab als andere Gemeinden. Der Gottesdienst wird eher nicht als befremdlich erlebt. Wenn man sich jetzt fragt, warum habe ich so gefragt nach so negativen Dingen? Wenn man eine Umfrage macht, dann verhindert man so, dass Leute einfach durchklicken. Und dann nachher ist der Gottesdienst fröhlich, inspirierend, befremdlich, langweilig. Und so, sondern deshalb diese Anordnung. Also eher wenig befremdlich und eher auch nicht langweilig. Ein paar Leute finden es langweilig, aber ich finde es gut, dass es auch reinschaut. Und das Allermeiste wird verstanden. Eine Person versteht immer wieder Sachen auch nicht. Ein Kommentar. Der Gottesdienst ist gut gestaltet. Vielleicht noch ein bisschen mehr für die Kinder, die älter als die Kinderklubbe sind, tun. Also ich habe die Zitate einfach nur direkt abgebildet. Dann habe ich nach Musik im Gottesdienst gefragt, denn sie ist ein besonders wichtiges Element. Die Liedauswahl wird insgesamt als sehr gelungen eingeschätzt. Und wir haben weder zu viel Neues noch zu viel Altes. So die Einschätzung. Es gibt ähnlich viele Menschen, die zu viel Altes und zu viel Neues finden. Also, ja, eine Pattsituation. Insgesamt wird es auf einem sehr guten Niveau eingeschätzt. Und der Musikgeschmack wird wohl getroffen im Gottesdienst. Da muss ich persönlich sagen, das hat mich etwas überrascht, dass so viele Leute in ihrem persönlichen Musikgeschmack im Gottesdienst abgeholt werden. Also freut mich natürlich. Aber das war etwas überraschend. Weil wenn man so
im Gespräch ist mit Leuten und sagen, viele, das höre ich jetzt in meiner Freizeit nicht. Aber hier wurde es getroffen. Die Musik wird als abwechslungsreich beschrieben. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, damit das so bleibt, wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Organisten, einer Organistin. Falls ihr jemand kennt, wir sind nach wie vor auf der Suche, da jemanden nach Kemmer zu holen. Kleines Zwischenfazit. Musik ist sehr wichtig im Gottesdienst. Wird als abwechslungsreich, reich soll es sein, und eher auf einem guten Niveau eingeschätzt. Die Balance zwischen Alt und Neu scheint gelungen zu sein und sie trifft den Musikgeschmack. Und ich möchte nochmal auf die Stelle hinweisen. Dann als Theologe und Seelsorger für mich natürlich eine besonders interessante Kategorie, das religiöse Leben. Was sind regelmäßige Bestandteile Ihres religiösen Lebens? Und hier sehen wir, dass der Gottesdienst ein sehr zentraler Bestandteil ist für die allermeisten Leute, die diese Umfrage gemacht haben. Begleitet von einem täglichen Gebet und kirchliche Veranstaltungen, kirchliche Gruppen sind auch besonders wichtig für das eigene religiöse Leben. Bibel ist auch wichtig und Losung und die Hauskreise, genauso wie Meditation, einige in ihrem täglichen religiösen Vollzug haben. Vielleicht gibt es bald ein Angebot, das noch ergänzt das religiöse Leben. Und zwar machen wir von der Gemeinde aus ja einen Glaubenskurs. Der startet am Mittwoch, 24. um 20 Uhr hier. Und wir treffen uns dazu, 8 Abende sind es, gell? Ja, genau. Also eine religiöse Regelmäßigkeit auf Zeit, könnte man sagen. Vielleicht ist es ja was. Ich würde noch mal eine Frage stellen. Ja. Es tut mir schwer, mich anderes und nichts davon. Ich denke mal, wenn jemand religiöses Leben lebt, ne, wie könnte er da nichts davon sagen? Bezieht sich das auf die Punkte, wo drunter stehen? Mhm. Oder wie müsste das verstehen? Ja, also das war so ein Multiple Choice, also da konnte man dann alles Mögliche ankreuzen, was man eben in seinem religiösen Leben hat. Und da haben 5 Leute haben angegeben, dass sie ein religiöses Leben haben, das aber nicht von Gottesdienst, Hauskreisen und so weiter geprägt ist, sondern von irgendwas anderem. Eine Person, ich glaube, es gab ein, zwei Sachen, die waren so singulär, die habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil sie die Anonymität der Person sonst wahrscheinlich entlaufen würden. Also da gab es auch sehr singuläre Praktiken oder Zugehörigkeiten. Auch im Vergleich mit anderen Gemeinden sehr auffällig. Insgesamt würde ich sagen, ist die Gemeinde traditionell engagiert und dynamisch. Ich würde noch auf ein paar Herausforderungen hinweisen, die ich sehe. Das Angebot für junge Erwachsene, für Alleinstehende und eben auch durch die Umfrage mir persönlich nochmal neu ins Blickfeld gekommen, die Alleinerziehenden. Das ist auch eben in anderen Gemeinden statistischen Herausforderungen. Und natürlich, dass junge Erwachsene, also das heißt für mich zwischen 20 und 40, in Gemeinden schwer zu erreichen sind. Die Austrittszahlen steigen auch bei uns. Ich habe hier noch Filterblasenprobleme hingeschrieben. Das hängt mit dem zusammen, dass wir meiner Meinung nach, das ist keine neue Erkenntnis, so ein bisschen eine soziale Verengung haben auf ein bestimmtes Milieu. Also wir haben hier auch, würde ich sagen, ein sehr bürgerliches Milieu in Kemmert. Ja, die unterschiedlichen sozialen Milieus, die einfach in der Gesellschaft da sind, erreichen wir nicht alle. Kann man auch gar nicht. Und das Filterblasenproblem hängt eben damit zusammen. Sie kennen das, dass wenn man sich in seiner gesellschaftlichen Blase bewegt, dann fühlt man sich da wohl. Und wenn man dann in einen Kontext kommt, wo man nicht so zu Hause ist, aber alle anderen, dann fühlt man sich da nicht so wohl. Und so reproduzieren sich Systeme und dementsprechend
ist es für Menschen, die sich nicht in diesem Milieu zu Hause fühlen, schwerer bei uns anzudocken. Was könnte eine Möglichkeit sein? Ich glaube, die Frage nach Raumnutzung, da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Oder sowas wie Fresh Expressions, das sind neue kirchliche Ausdrucksformen, die nicht in der Kirche oder im Gemeindehaus stattfinden, sondern in der Kneipe, in einem Café, die in der Werkstatt machen, wo jetzt nicht der klassische Sonntagsgottesdienst das Ziel ist, sondern die Gemeinschaft in anderen Formen und Räumen. Da hat Kenner, glaube ich, auch noch was. Ja, die große Frage nach dem Generationenabbruch wird uns auch in Chemnat beschäftigen. Das betrifft ganz viele Sachen, sowohl die Sprache, als auch die Traditionen, mit denen wir vertraut sind. Musik, noch ist es ja, trifft es den Musikgeschmack, aber je jünger die Leute sind, desto weniger wird es das treffen. Die Formen, das Wissen, kriegen die Leute, die bei uns im Bildungsbereich tätig sind, kriegen das mit, dass das, was vorausgesetzt wird als Allgemeinbildung auch im religiösen und kirchlichen Bereich, lange nicht mehr der Fall ist. Der ist generell auch noch sehr weit vorne. Und ich glaube, dass es eine Herausforderung wird, die digitale und die analoge Gemeinschaft, die wir jetzt über die Zeit der Pandemie aufgebaut haben, da ist ja auch was Tolles entstanden. Wir haben ein digitales Publikum oder digitale Mitfeiernde im Gottesdienst. Und die Frage ist, wie führen wir diese Leute, die nicht in der Kirche sind und die Leute, die sich vor allem in der Kirche bewegen, räumlich, wie führen wir die zusammen oder führen wir die überhaupt zusammen? Wie pflegen wir, wenn die Pandemie mal hoffentlich bald vorbei ist, wie pflegen wir das, diese unterschiedlichen Zugänge und unterschiedlichen Lebensräume? Soweit mein Impuls. Vielen Dank fürs Mitmachen bei der Umfrage und jetzt fürs Dasein und Zuhören. Jetzt würde ich gerne in den Austausch gehen. Wir sitzen hier schon so ein bisschen in Gruppen. Es liegen Papier und Stifte aus. Ich habe mal hier Vorschläge gemacht, woran man jetzt noch weitergehen kann. Ich fände es spannend, sich darüber auszutauschen. Darüber freue ich mich in der Gemeinde oder sei es auf die Umfrage bezogen oder auch generell, was einem gerade so anliegt, wenn man an die Gemeinde denkt. Das macht mir Sorgen. Hier würde ich gerne weiterdenken und was ich grundsätzlich einfach noch sagen wollte. Und ich schlage vor, damit da jeder ein bisschen was sagen kann, machen wir das jetzt nicht in der großen Runde, sondern erstmal in kleinen Runden, so wie wir sitzen. Und schreiben Sie das doch gerne auf die Zettel auf, wenn es möglich ist. Wir haben grün und so farblich orientiert. Dann können wir es nachher sortieren, zusammenbündeln und nochmal schauen, was so da ist. Gut. Gut, dann mache ich jetzt auch. Ich kann noch eine Wahrnehmung ein bisschen von außen sagen, also was für das Engagement der Gemeinde auch spricht, was ich sehr ungewöhnlich finde, ist, wie der Gemeindedienst hier organisiert ist. Das ist eigentlich extrem vorbildlich, dass viele so niederschwellig Mitarbeiter sein können, indem sie Gemeindebriefe austragen. Wir haben Leute, die wollen das nicht aufgeben, die können schon gar nicht mehr selber austragen und beauftragen ihre Töchter. Also das Ranking ist so hoch als Zugehörigkeitsgefühl zur Kirchengemeinde. Und ich habe auch eher bei der Gottesdienstbeteiligung ein bisschen gestaunt, aber ich denke, das ist auch die Frage, dass man halt diese Teilzugehörigkeit sehr ernst nehmen muss. Dass die Leute wertgeschätzt sein wollen, indem dass sie auch dazugehören, auch wenn sie nicht so engagiert und immer dabei sind. Also ich glaube, Chemnat krankt nicht an einem Kern, der sehr engagiert ist, aber die Übergänge hin zu denen, die gar nichts von der Kirchengemeinde erwarten, dass man da noch mehr so Dinge wie Gemeindedienst schafft oder Lotterie.
Freilen oder so. Wenn man es dann aber macht, sind doch wieder ähnliche dabei. Oder jetzt Hoffnungsfest war ja auch nach außen gerichtet eigentlich, wo man Leute einladen sollte. Das ist aber schwer. Und also nur über Engagement kann man auch nicht alle binden, weil ich glaube, viele sagen, mein Leben ist anstrengend genug. Also ein Langzeittrend ist natürlich die zunehmende Berufstätigkeit. Also meine Frau macht 100%, ich mache 100%. Die meisten Familien machen außer Kinder eigentlich volle Berufstätigkeit. Und dann sind die abends halt auch platt. Also ich weiß nicht, ihr habt damals 100% Berufstätigkeit gehabt, oder? Mehr? Ja. Ja. Das ist ein Unterschied, ob die Frau sofort wieder anfängt mit 50-75% wie meine. Und ich glaube aber, dass Kirchengemeinde trotzdem, gerade auch mit Themen wie Homeoffice, eine große Zukunft hat, weil es halt Begegnungen gibt, die man jetzt nicht nur auf dem Bildschirm erleben will, wenn das Teleworking zunimmt. Deswegen finde ich den Punkt digitale Gemeinde schon auch spannend, wie es gelingt, da Zugehörigkeit auch zu stärken, indem Leute flexibel sagen können, jetzt heute habe ich Besuch am Wochenende und schaff's nicht in die Kirche, aber den Gottesdienst will ich doch irgendwie regelmäßig anhören oder ziehe mir das noch irgendwie auf einer Autofahrt rein, höre mir eine Predigt an als Podcast oder wie auch immer. Und ich glaube, das wird weiter, irgendwie die Interessen werden differenter werden, aber wir müssen trotzdem als Kirche irgendwie sagen, okay, wir machen das für euch. Dann werden die Leute auch weitgehend dabei bleiben, also mit Sicherheit. Viele, die von Kirche nichts erwarten und auch sagen, ich glaube sowieso nicht dran, die werden die nächsten Jahre austreten. Aber Chemnat hat, glaube ich, eine gute Zukunft als Kirchengemeinde von der Größe her. Aber man muss natürlich dranbleiben. Und wenn weniger Engagierte, da gibt es auch einen fiesen Spruch, wenn du willst, dass irgendeine Arbeit getan wird, wen fragt man? Die, die alles machen und schon viel machen oder die, die gar nichts machen? Also die praktische Erfahrung ist leider immer, fragt die, die schon viel machen, die wissen, wie es geht, die sind bereit, die sind gut organisiert, die kriegen das auch noch unter. Während die, die gar nichts machen, gibt es meistens auch einen Grund dafür, weil wenn man die fragt, dann irgendwie, bis die in die Gänge kommen, dann hat man so viel Aufwand, die zu coachen und einzulernen. Es ist trotzdem richtig, auf die zuzugehen, aber pragmatisch spricht auch was dafür, dass es so einen Kern gibt, der gut Bescheid weiß und der halt immer wieder andere mit reinnimmt. Weil sonst überfordert es halt die auch, die quasi das alles organisieren müssen. Und ich finde, Chemnat ist extrem gut organisiert. Also ich kenne kaum eine Gemeinde, wo Bausachen so gut laufen, wo Kreise sich so selbstständig engagieren, wo auch der Pfarrer von Verwaltungsaufgaben so stark entlastet ist, dass er wirklich Gemeindearbeit machen kann. Ja, vielen Dank. Das sind die Dinge. Wenn jetzt keine Diskussion mehr über den Nagel brennt, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen mal einen Strichpunkt. Und das kann natürlich jederzeit wieder aufgegriffen werden. Ich werde diese Präsentation auch im Pfarramt übergeben. Das, falls ihr Interesse habt, da nochmal reinzuschauen, dann können wir da in der Zeit zugreifen. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ich hier vorstellen durfte und ihr zugehört und für die Diskussion. Genau. Vielen herzlichen Dank. Spannende Einblicke in diese Umfrage, in die Wahrnehmung unserer Gemeinde. Danke, dass du mich auch so einlässt auf unsere Gemeinde in dieser Zeit. Das ist auch nicht selbstverständlich, es ist eine sehr prägende Zeit. Die erste Gemeinde, die man so ein bisschen von innen kennenlernt und mit der du dich jetzt nochmal gut beschäftigt hast und uns einen schönen, anregenden Abend hier bereitet hast. Ich würde mit uns noch mit einem Abendsegen schließen. Ganzer Gott, begleite du uns mit deinem Segen in unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Menschen, die sich einbringen, für alle, die etwas tun, aber auch für alle, die einfach geistliche Impulse bekommen wollen, die ihr Glaubensleben gestärkt sehen wollen. Bitte zeigt uns einen guten Weg, auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten, dass wir weiter ein glaubwürdiges Zeugnis für dich in dieser Welt sind. Segne jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, geh mit uns in diesen Abend, behüte uns und lass uns alle gut schlafen.